Moin Moin, und da sind wir wieder. So, dann stören wir die da hinten mal beim Spielen. So, können wir ja mit dem Special Action Key rüber. Abspringen und dann mit Special Action Key. Ja. Oh, schon wieder im Boden. Alter, das Spiel ist völlig für den Arsch, ey. Genau wie der Kleine von vorhin. Der war viel zu ernst. Ja, macht Special Action Key. Ja, okay. Ja, bin. Spielen wir ein Spiel, bespaßen wir einander. Steps. Das spürt ihr noch so gelb. Au! An sie ran, an sie ran. Okay. Ich fühle mich gut. Und nicht in das lila Feld da rein. Okay. Wichtige Nebeninformation. Autsch. Und ruhig ein bisschen hier vorne fighten, ne? Nicht da hinten. Er hatte versucht, Sascha hochzuhelfen, aber irgendwie. Alles gut. Geh mal auf Wasser. Versuch mich mal ein bisschen mehr auf Heilung zu konzentrieren. Okay, ich hab das Ding, ich gehe unter den Koppel. Oh, es hat zu lange gedauert. Ich komme durch. Alter, ich bin völlig tot, gleich. Leg mich auf die Beine. Ah, jetzt weiß ich mochte das nicht. Ich liege schon wieder. Du hast mich hochgeheilt und ich bin runtergebeamt worden von der Plattform. Ja, da musst du mit Special Action PD wieder raufbeamen. Okay. Ist er da hinten? Da beugt man halt mal schön, ne? Ja. Bisschen hoch, ja. Danke. Okay. Hier ist jemand, hat die. Wow. Also immer wenn man dieses Todessymbol über den Kopf hat, dann unter die Kuppel da rennt, ne? Sie in der Mitte ist, oder? Ja. So, wo ist sie? Jetzt war das jetzt so eine Kugel, genau. Wo ist die Kugel? Nee, nix Kugel. Jetzt müssen wir erstmal hier die richtige Tür. Ah, hier die Dinger. Ja. Okay. Woher wusstet ihr jetzt, dass sie die richtige ist? Wusste ich nicht. Okay. Ja, aber wir müssen alle. Gut. Da. Hört sie wieder in der Mitte? Oh, ja. Ich sehe, das ist mir so einfach für euch. Machen wir es etwas spannender. Du hast sie. Ole, Ole, ja, Ole, ja. Ole. Ihr müsst die Kugel nehmen, Versuchen wir es nochmal. Ja, ich versuchte zu helfen. Schrei doch nicht so. Fuck, ey. Wie hab ich geblockt? Aber wir müssen schon irgendwie, naja, an die Wand, dass wir die Kugel auch kriegen, sonst sterben wir hier sowieso alle. Ich bin aber auch hier drunter. Da ist die Kugel. Ja, ich sehe sie. Also es reicht, wenn es einer macht, der Rest kann auch ein bisschen weiter Schaden machen auf sie. Ja. Ich
einer, die Kugel ist da, der andere Kackteil da. Über das Ding kann man auch einfach diese überspringen. Welle, ja. Das so, jetzt einer dahin. Dachte ich mir schon. Gut. So, und derjenige macht noch weiter. Was für ein Spaß! Fantastisch, nicht wahr? Total begeistert. Oh ja. Ob sie schon hören kann, wie wir uns freuen. Ich fühle mich gut. Ich weiß gar nicht, ob man einfach nur die Mitte umbursten kann. Zu wenig Energie. Was mache ich denn? Aber der beste Teil ist immer das Ende. Ja, da, ich gehe runter. So, Sascha macht die Kugel, wenn ich das richtig sehe. Hab's geblockt. Der Rest Damage auf die. Also, versuche ich Sascha auch am Leben zu halten. Bitterland abgeschlossen. Ja, 8 Kugeln. Mitte. Autsch. Bei der Schadenfahrt. Ne? Jo. So geht doch. Juhu. Ich brauche eine Pause. Muss nicht sein. Achtung, Kreaturen aus dem Jenseits! Hier kommt Yoko um! Ach was, ihr Leute habt euch schon drum gekümmert? Oh, ihr habt eine Energiequelle gefunden. Gut, lasst mich nur... Ich glaube, das habe ich richtig gemacht. Ich habe den Weg zurück eröffnet. Los, kommt! Sehr schön. Also, schauen wir mal hier. Sieht aus, als reichte die Kraft, um das Hauptportal zu öffnen. Oh, Endboss. Ich hab's geschafft! Wir haben es geschafft. Mann, ja. Oh Mann. Da gehen wir aber nicht rein. Das tue ich. Unglaublich. Okay, gar nicht die andere Seite. Boah, ach, das ist das. Was für ein Leuchtturm. Scheiße. Das mit den Türmen, in den Strahlenzeug da reingehen, ja? Das habe ich mir schon so ein bisschen gedacht. Diagnose abgeschlossen. Mhm. Nutzerunfähigkeitsausnahmefehler 1189. Stures Ding. Benutzerunfähigkeitsfilter. Boah, das sollte man in allen Programmen einbauen. So, und hier kommen dann diese Kugeln, die man in die Türme reinlecken muss. Jeder in einer Solarkugel. Ja, genau. Okay. Ich frage mich, ob...
Versuch mal, sie in diese Reaktoren zu schubsen. Oh. Ich drehe mich gerade ganz schlecht. Wie war das? Systemarchitekt ist ein angemeldet. Wie schieße ich die noch? Keine Ahnung. Wie schieße ich die denn noch? Die. Ein Turm ist da noch. In der Ecke. Ach so, einfach wegschlagen, ja. Komm her, Solarblüte. Einfach mit der 1 wegschlagen, ja. Okay, wenn man zu lange für eine braucht, dann macht sie Boom. Ja, Geht doch. Unvorstellbar. Inakzeptabel. Holla, Freundchen. DDR. Zugriff. DDR. Aufzuhalten. Ja. Ihr zerreißt buchstäblich. Den markieren doch jetzt da. DDR. Verschwindet. So, reingucken in den Strahl, reingucken in den Strahl. Ach so. Gibt einen Erfolg. Ach. Ist egal, ist egal. Seht ihr? Das ist der Preis für euer ständiges Bestreben, euch in Dinge einzumischen, von denen ihr nicht... Manipuliert Zeit und Raum. Raus aus dem Feld immer, ne? Erkennt ihr das? Ich fand es bei diesen grässlichen Piraten, die dir gnadenlos ein und andere Mal dahingemetzelt haben. Stabilisationsmechanismus invertiert. Das volle Potenzial dieser Waffe ist im Begriff, zur Realität zu werden. Okay, es notiert sich hier. Sind die Dinger? Ja, habe ich das Ding geblockt. So, jetzt kommen gleich wieder die ganzen Solarkacke. Ja. Wenn man nach hinten geschlagen wird, dann einfach wieder ranfliegen. So, CC könnten wir. Ja, kann nicht. Nee, geht nicht. Habe ich schon probiert. Oh, okay. Wer hat das rote Ding über dem Kopf? So, okay, jetzt kommt die Solarblüten. Sind da. Autsch. Wow, 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 wow. Einer mal weg. Die habe ich auch weg. Und das Ding ist weg. Ach, nochmal. Ja, ein Turm steht noch. Ein Turm oben fällt noch. Ja, hab ihn weg. Gut. Was? Unendlichen Raum Zeit dienstbar gemacht. C10. Gut. Hat sie aufeinander gezogen. Stabilität 80%. Noch ein bisschen DDR-Stabilität, ja, es wird nicht so viel sein am Ende.
alle schön sticken, ne, Mann. Gibt's doch. Also ich verteile ja ganz mit Schnelligkeit eigentlich. Okay, und der ist gerade am Wiederaufbauen der Tür, Michael. Ah, ich hab. Gut. Ah, die Dinger sind wieder da. Bin der schon weg? Falsche Richtung. Ja, sehr gut. Gut, der ist schon kaputt. Einer noch. Ah, da ist sie. Den hab ich sie gekriegt, ja. Komm her, du blöde Kugel. Ich habe mir aus der unendlichen Raumzeit dienstbar gemacht. Au. DDR-Stabilität 60%. Ja, braucht ein bisschen, ne? Ja, ich werde hier einen Dauern unterbrochen. Ja. Gezogen. Was muss ich machen mit dem Zielkopf? Einfach laufen, okay. Da schaut fast kein Wald mehr, wenn ich es sehe. Ja. Alles gut. Ich gehe mal auf Wasser und hau mal ein bisschen was drauf. Noch ein bisschen, noch ein bisschen CC. Ja, schon. Noch mal ein bisschen Wasser nach. So, alle voll, gut. Und der, ja. So, die Dinger sind wieder da. Ist down. War ein Turm. Komm schon her, komm her, komm her. Ach, geht nicht mehr. Warum geht's nicht? Autsch, ich liege. Bin wieder da. Jetzt also. Wo steht er noch? Da. Welche Richtung, Mensch? Jo, so, einer noch. Ich habe gut. Aus der unendlichen Raumzeit dienstbar gemacht. Was ist hier hinten noch? Peng, Peng mal wegmachen. Gut, Peng ist weg. Peng ist weg. Auf Wasser.
Okay, 4, 3, 2. Nochmal Wasser. Reicht. Ich habe mir das hier an unendlichen Raumzeitdienst die letzte Sequenz gestartet. Läuft. Sie ist nicht mehr aufzuhalten. Achtung, die Fraktion steht unmittelbar bevor. Wer? Dies ist nicht der richtige Ort für Erklärungen. Schnell! Ihr seht so jung aus. Dieses Gerät. Der Kiste voll Spaß. Danke. Den Variablen, die es hervorbringt, schwirrt mir der Kopf. Hagelgeist? Der DDR ist das Werk eines Genies, das ganz zufällig auch... Keine Zeit, die geochrome Transparenzwerte. Zeit zu fliehen. DDR? So, sehr schön. Hat aber doch weitestgehend geklappt. Dann an der Stelle vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss. Ciao, ciao.